Heute zeigen wir ein Beispiel des österreichischen Stimmungsimpressionismus. Jetzt wieder dieses Wort. Das sollten wir jetzt aber auseinander dividieren, weil wir lehnen diesen Begriff des Stimmungsimpressionismus ja ab. Weil der wurde geprägt von österreichischen Kunsthistorikern vor zwei Generationen. In Wirklichkeit ist es ein Stimmungsrealismus, denn mit Impressionismus hat es relativ wenig zu tun. Aber um die österreichische Malerei anzuschließen an die internationale Entwicklung der Zeit, gab es vor zwei, drei Generationen Kunsthistoriker, die diesen Begriff geprägt haben. Wir nennen uns Stimmungsrealismus, ist ein Realismus, der natürlich mit Mitteln des Impressionismus ein bisschen arbeitet, aber keineswegs andauert. Es geht um... Zurück geht's auf den Emil Jakob Schindler. Ja. Und der Emil Jakob Schindler hat selber von sich aus gesagt, dass er ein poetischer Realist ist. So ist es. Also es geht um Stimmung. Das heißt, es geht um das, was wir bei einer Landschaft so schätzen, wenn wir wohin kommen, die Atmosphäre, das Licht, die Luft, die Situation, wie sie ist, wenn sie uns gefällt. Jetzt haben wir natürlich, also der Name Schindler, der überstrahlt ja in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr viel. Ja. Es gab etliche Schülerinnen und Schüler, Karl Moll zum Beispiel, Olga Wiesinger-Florian. Und Marie Egner. Marie Egner. Und man muss sagen, dass sich sowohl der Karl Moll als auch die Wiesinger-Florian dann relativ bald und schnell auch emanzipiert haben, auch stilistisch. Die Marie Egner ist relativ lange... eine treue Vasallin. So ist es. Ja. Aber durchaus gestalterisch hochbegabt und mit einem feinen Gefühl. Und auch wenn sie im Stile Schindlers gerne arbeitet, ist sie durchaus eine eigenständige Untersucherin der südlichen Landschaft. Wir haben es hier mit einem, wahrscheinlich in Umbrien oder in der Toskana oder irgendwo in Mittelitalien befindlichen Dorfrand zu tun, mit einem möglicherweise ein Kloster, die waren nicht immer so, haben nicht immer so ausgeschaut, wie wir uns die Kloster vorstellen. Wir sehen hier im Hintergrund durchaus einen heiligen Herrn, wir sehen einen Garten, wir sehen auch eine junge Frau, die mit einem Gemüsezubereitung oder mit Fisolenputzen oder was beschäftigt ist. Und wir sehen eine beseelte, wunderbare Sommersituation. Signiert ist es nicht, datiert ist es auch nicht. Wir haben uns bemüht, da in einer Diskussion herauszufinden. Wir sind uns dann irgendwie einig geworden, dass es doch noch zu Lebzeiten Emil Jakob Schindlers entstanden sein muss. Also wir tippen jetzt auf die späten 80er, ganz frühen 90er Jahre. Bilder wie dieses haben sich immer ganz wunderbar geeignet, auch eine Sammlung aufzuwerten. Marie Egner zählt sicherlich zu den wichtigen Künstlerinnen dieser Zeit, denn so viele gab es dann auch wieder nicht. Ja. Diesbezüglich hat sich zum Glück einiges verändert. Ja. Was man auch noch sagen kann, ist, dass das Wunderbare an dieser Malerei ist, dass die Farben, die in der Natur vorhanden sind, durch Luft und Atmosphäre gedämpft werden, gemildert werden. Die im Winter ganz anders sind als im Sommer, im Frühling ganz anders als im Herbst. Also ein Bild, das uns zahlreiche, viele, viele Informationen, nicht nur Architektur, sondern auch Jahreszeit und Tageszeit und Stimmung vermittelt. Mit einem sommerlichen Gruß.